aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich habe uns einen schnellen Auftrag mal angenommen. Wir fahren hier mal einen Schwertransport, eine Baggerschaufel. Und ja, vielen Dank Michael für die Bearbeitung der Modpacks. Und ich werde mal schauen, ein zweites Profil anlegen für die Pro-Mods, dass wir die dann eventuell auch mal fahren können. Jetzt ist natürlich ein Problem. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht. Ich muss jetzt mit dieser Schaufel, soll ich da durch, dazwischen her? Das glaubt ihr doch wohl selber nicht, dass das geht. Ist übrigens ein schneller Auftrag. Ja. Wer auch immer sich das hier ausgedacht hat. Jetzt weiß ich allerdings nicht, kommt der Transport von einem Mod oder wo kommt der her? Also hier kommen wir never ever durch. Das wird nichts. Weil. Hier sitzen nicht mal welche drin, oder? Ne, natürlich nicht. Die sind hier also aufgestellt. Ja. Da zieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass das nicht passt. Dann müssen wir jetzt mal Folgendes machen. Damit wir das fahren können. Alter, der ganze Hof ist hier so voll. Kann man denn hier hinten? Hier hinten kannst du auch nicht drumherum fahren, das wird nichts. Ich würde uns mal hier hin platzieren. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, gut geparkt, nichts kaputt gegangen. Perfekt. Rundumleuchten an. Oder auch nicht. So, das Radio wollte ich natürlich überhaupt nicht haben. Keine Ahnung, warum das jetzt kam. Ich habe es mal abgeschaltet. Aus urheberschutzrechtlichen Gründen. Ich denke mal, dieser kleine Schnipsel wird jetzt nicht unbedingt was ausgemacht haben. Ansonsten, naja, gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen. Gucken wir eben auf die F4. Ich wette, da ist ja alles ausgeschaltet. Ja, nee, ist klar. Kein Wunder, so kann es nicht funktionieren. Rundumleuchte, Frontmontierung, Dachmontierung. So. Genau, spült. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? So, und da war es wieder, das böse Radio. Meine Fresse, ne. Gut. Das ist ein Leih-LKW, ist nicht unser. Und jetzt sollten wir mal so langsam los, würde ich sagen. Vom Hof rollen hier. Ich hoffe, ich habe das Radio jetzt endgültig abgeschaltet. Wir haben nur 84 Kilometer vor uns. Ich betone das nur, weil man weiß selber manchmal, was aus nur wird, ne? Und wir können das auch gerne mal hier so aus der Draufsicht fahren. Dann sieht man mal, wie sich das so entwickelt. Ja, und jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich auch hier ordentlich Traffic natürlich. Sehr schön. Alles dabei. Motorräder, Autos.
Und wir. Ups, wir gucken mal. Ich sollte auf dem Bildschirm gucken, wenn wir fahren. Also ich kann in dieser Perspektive nicht sonderlich gut fahren, außer im LS. Ja, im LS, da funktioniert das mehr oder weniger. Aber ich glaube, hier so für den Schwertransport tun wir uns das einfach mal an, oder? Das wird nice, glaube ich. So, schön das Ganze mal von oben. Noch ein bisschen weiter rauszoomen. Okay. Hier war ein Rumpelpumpel. Machen das mal einfach so. Das ist, glaube ich, mal eine ganz andere Sichtweise, war so aus dem Hubschrauber oder mit einer Drohne gefilmt, genau. Da wollen wir mal sehen, wo wir hinkommen. Ah ja, hier dürfen wir hier durch, haben ja. Wir haben ja Sonderrechte. Da sieht man aber auch, wie die Autos so aufploppen, ne? Wie weit Abstand die halten, das ist schon interessant. Da hast du einen Schwertransport und schon stehen sie nicht direkt an der Haltelinie. Das wird jetzt spannend. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt gerade Blindflug. Ist auch mal interessant aus dieser Perspektive, oder? Warum legt man diese Baggerschaufel eigentlich nicht quer auf die Ladefläche? Würde sie auch nicht so weit überstehen. So. Ja, soundmäßig habt ihr jetzt nicht so viel. Ja, sorry für die beiden Schnitte. Hat sich irgendwie immer wieder das Radio dazwischen gemogelt. Ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich ist die Taste für Dingen zuständig, für die Rundumleuchte. Husten wird auch nicht mehr besser. So, zweimal ab, aber ich denke mal, zeitlich wird das wohl passen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir abgebrochen haben, aber naja, insgesamt wird es passen, denke ich. So. Jetzt muss die Drohne wieder etwas runter. Entschuldigung für die Huster. Irgendwas im Hals sitzen. Aber dafür mache ich jetzt nicht extra noch einen Cut. Es ruckelt ein bisschen, ha? Huh? Ist das vom Spiel her bedingt, weil wir an der Tunneldecke lang schrappen oder was ist das? Weil hier schrappt es jetzt wieder nicht mehr. Kilometer noch. Das ist nicht mehr so viel. Aber ich hoffe, wir haben die Schaufel heile. Absoluter Fail, wo das Ding gelagert war. Aber ich weiß jetzt aber auch leider nicht, ob das hier Transport ist, der von SCS so eingestellt wird. Dann müsste man sagen, okay, SCS, da müssen LKW weg. Die stehen im Wege, da kommst du nicht durch. Ja, meine Fahrweise von oben, ne? Machst du auch nicht alle Tage. Aber ich denke, das ist mal eine interessante Perspektive, oder? Da stehen Reiter, guck dir das an, cool.
Also es wird immer detaillierter, ne? Immer mehr belebter und also ich würde mir auch noch mehr Figuren wünschen, dass auf den Feldern noch mehr los ist. In den Städten Radfahrer, nicht nur auf den neuen Inseln, wenn sie da überhaupt noch sind, weil ich weiß, irgendwo gab es welche. Das würde ich tatsächlich auf die gesamte Map ausweiten. Eieieiei. Und die Schwertransporte in der Form realistischer, dass man so ein Kreisel zum Beispiel, dass die Strecken da anders vorbereitet sind, dass zum Beispiel Schilder abmontiert werden, so zum Beispiel Aufliegerschaden, nur weil wir das Schild weggemacht haben. Das glaube ich nicht. Wie soll ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Dass man über so einen Kreisverkehr zum Beispiel mit einer dicken, fetten Fracht auch mal gerade überfährt. Schilder abbauen und so weiter. Das fände ich noch richtig nice, dass da auch Strecken vorbereitet sind. Meinetwegen dann mit Gummimatten und je nachdem, was man halt fährt, gewichtstechnisch. Ne? Hier zum Beispiel würde man wahrscheinlich auch nicht außen rum fahren, sondern einfach quer drüber über die Wiese. Ne? Ich meine, hier in dieser engen kleinen Stadt, das ist schon interessant. Achso, den Rest dürfen wir jetzt alleine weiterfahren. Okay. Dann sind wir ja sogar schon da, wa? Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge jetzt ist, wenn ich alle drei Teile zusammenschnippel. Achso, hier müssen wir nicht rein, wir müssen weiter. Was ist denn das hier überhaupt? Okay. Warum fährt denn der hier jetzt nicht hoch? Habe ich jetzt gerade nicht verstanden, als wenn der irgendwo aufgebockt war oder so. Okay. Ja, es ist mir egal, es ist nicht mein LKW. Und von daher juckt mich das nicht sonderlich, ob da die Differentialsperre, ob das nachher kaputt ist oder nicht. Ich sehe den sowieso nie wieder. Rücksichtslos, ne? Ne, 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 ne. So, pass auf. Wir müssen sehen, dass wir hier rumkommen, ohne die ganzen Büsche da wegzusäbeln. Das hat doch super geklappt. Mal ganz ehrlich. So. Taste T, es wird abgehangen. Wir haben das ausgezeichnet gemacht. Wir haben nichts beschädigt, außer den Auflieger so ein bisschen. Ich hoffe, das Video war jetzt in ausreichender Länge, weil wegen den zwei Cuts kann ich das jetzt in diesem Augenblick der Aufzeichnung leider nicht feststellen. Aber ich denke, es wird schon passen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.